Hallo, hallo, meine lieben Freunde hier auf YouTube. Euer Sand ist wieder hier. Und wir spielen mal heute was ganz Ungewöhnliches, denn ihr seht, spielen wir World of Tanks. Aber nicht irgendein World of Tanks, sondern das World of Tanks für das Windows-Smartphone, also Windows Phone. Wenn der Ganze wird hier auf einem Lumia 950 XL erspielt. Das Geile daran ist, ich nehme das Ganze mit dem Display-Dock auf. Das war nämlich eigentlich mein Test dahinter, dass ich einfach mal sehe, wie das Ganze, ob ich mit dem Display-Dock auch mein ganzes Videomaterial auf dem PC kriege, indem ich das einfach an der Elgato anschließe. Und wie ihr seht, hat es funktioniert. Und ich dachte mir, hey, ich zeige euch einfach mal ein paar Szenen aus World of Tanks Blitz, das wie gesagt die mobile Version davon ist. Aber der Count selber, was ihr auf dem Hauptkonsolen oder PC erspielt habt, wird hier nicht hin übertragen. Die Qualität der Grafik ist echt cool gemacht. Steuerung, ja, müsste man sehen. Vielleicht kann man noch einen MOBA-Controller anschließen, kommt bestimmt auch gut. Macht aber so auf dem Handy auch schon sehr viel Spaß. Ihr seht, wir haben ja so ungefähr immer flüssige 30 FPS. Manchmal fängt es ein bisschen an zu ruckeln, dann laden die Grafiken in den Speichern neu nach. Aber an und für sich gutes Overlay gemacht, macht echt Spaß. Das Ziehen ist auch relativ simpel. Wenn man jetzt nämlich das Fernglas-Symbol drückt, das werdet ihr gleich noch sehen, dann zieht er sozusagen automatisch eine Zielhilfe mit drin. Aber es macht so viel Spaß. Also ich finde, es ist echt lustig, mit so einem Panzer einfach mal auf dem Handy rumzufahren. Und auf dem Lumia läuft das auch wirklich sehr gut. Wir haben es, glaube ich, alles auf hohe Grafikeinstellungen jetzt gezockt. Ja, man kann sogar Grafikeinstellungen machen. Man kann kompatibel wählen, niedrig, mittel oder hoch. Und wir haben das Ganze jetzt auch hochgestellt. Jetzt habt ihr kurz gesehen, kleiner Leck, alles in Speicher geladen, 18 FPS, zack, und wieder ungefähr auf 30 FPS. Ja, damit läuft das Ding auch wirklich gar nicht mal so schlecht. Ihr seht, man kann eigentlich wirklich alles erkennen. Ich habe jetzt hier nur die Schatten ausgestellt, weil die sind wirklich Fresser. Und jetzt mache ich hier die erwähnte Funktion. Ich drücke auf das Fernglas und schon zoomt er automatisch dran und ich muss nur noch schön drücken, schießen, zack. Leider bin ich nur nicht derjenige, der ihn hier abknallt. Ich mache zwar mit, ich kriege, glaube ich, ein paar Punkte dazu, aber prinzipiell war ich das jetzt nicht. Ja. Ist ein ganz lustiges Spiel, kann ich euch nur mal empfehlen. Ist, glaube ich, auf dem Lumia Phone war es jetzt, glaube ich, 6,2 GB groß. Ist also schon eine ordentliche Summe für so ein Spiel, für ein mobiles Smartphone-Spiel. 6,2 GB ist schon eine ganze Menge. Ich glaube, viel größer ist das auf 360 zum Beispiel auch nicht. Und ja, dafür wird euch aber einiges geboten. Ihr könnt HD-Texturen einschalten, die ich übrigens auch eingeschaltet habe. Und Panzer ganz normal aufrüsten. Alles, was ihr sonst auf der, sag mal, auf der PC- und Konsumversion auch machen könnt. Nur halt in handlicher Form, was ihr ja unterwegs habt. Das heißt, wenn ihr jetzt Datenvolumen nutzen wollt, könnt ihr jetzt online einfach World of Tanks eine Runde zocken. Allerdings werde ich wahrscheinlich. Ja, wird wahrscheinlich euer Guthaben, also euer, ich sag mal, eure Datenflatrate in Anführungsstrichen, wahrscheinlich sehr schnell sich zu Ende neigen, wenn ihr nicht gerade, keine Ahnung, 2, 3 Gigabyte habt oder so. Aber vielen Spielern wird wahrscheinlich die, ja, auch viel Daten, ja, Datenbandbreite gebraucht und viel Datenbandbreite in Anspruch genommen, sodass wahrscheinlich dann eure, wie gesagt, eure Flatrate sehr schnell den Geist aufgibt. Hier seht ihr übrigens mal, ist es ein etwas größerer Tank. Ich denke immer die ganze Zeit auf die roten Flächen schießen, musste aber nicht. Aber im Endeffekt mache ich den Typen überhaupt so gut wie gar keinen Schaden. Hab zwar sehr viel Schuss, aber es bringt halt nichts. Aber allen drum und dran haben wir das Match. Allem voran haben wir aber das Match jetzt gewonnen und kehren dann jetzt einfach ins Hauptmenü zurück. Ihr seht dann schon, synchronisiere Personalakte, also wird alles mit dem Account synchronisiert. Du kannst dich übrigens mit dem ganz normalen Account einloggen, den du auch bei World of Tanks verwendest. Dann hast du sozusagen ganzen Daten und meinen Nickname direkt reserviert. Aber sonst sieht das genauso aus. Er erklärt dir hier die ganzen Panzerklassen. Ist halt nur ein bisschen kompakter. Es gibt auch Gold, du kannst forschen. Das zeige ich euch jetzt einfach gleich mal hier. Sehr übersichtlich gemacht. Ja, seht ihr schon, jetzt kann ich Konto klicken, dann kann ich mir noch ein bisschen Money abholen. Siehst du, noch 52 Gold gekriegt, was ich mein Konto wieder ja, drin habe, sozusagen, als kleine Dreingabe. Tutorial kann ich euch übrigens nur empfehlen, dann kriegt ihr wenigstens 1100 Münzen, Goldmünzen, die übrigens sehr teuer sonst sind, wenn ihr sie so kaufen wollt. Ja, dann gucken wir mal, hier haben wir den China-Panzer, den würde ich eigentlich gerne mal kaufen. Ich glaube, ich hatte doch, hatte ich hier genug Geld? Ich meine, hier hätte ich genug Geld dafür gehabt, dass ich mir den kaufen kann. Meine, ich bin mir aber nicht sicher. Nee, stimmt, ich musste erst die anderen Module vorher erforschen, bevor ich den Panzer kaufen konnte. Und dann fehlten mir zum Schluss dann ein paar Punkte, um den Panzer dann im Endeffekt zu erforschen. Genau, seht ihr schon, mir fehlen Erfahrungspunkte. Das habe ich dann irgendwann nachgeholt, das ist ein Panzer. Mittlerweile besitze ich diesen Panzer. Aber ich kann es euch empfehlen, holt euch dieses Spiel, das macht echt viel Fun. Manchmal denkt man so, hey, warum geht denn das nicht und so? Das ist ein bisschen komisch manchmal. Aber kann ich euch echt nur empfehlen, holt euch dieses Spiel. Es kostet nichts in dem Sinne. Ihr könnt natürlich auch Geld da lassen, indem ihr euch Premium kauft. Das ist wie auf dem echten, also auf dem PC und den Konsolen auch. Ja, kann ich euch einfach nur empfehlen, das mal zu kaufen, beziehungsweise in dem Sinne runterzuladen.
Macht ein bisschen Platz auf eurer SD-Card oder was auch immer. Auf dem Lumia ist es nicht so schlimm. Da haben wir 32 GB noch intern, wobei da 96 frei sind davon. Und ich habe noch eine 60 GB SD-Karte drin. Ja, und jetzt möchte ich mich eigentlich nur noch bedanken bei euch, dass ihr zugeschaut habt. Denn das Video neigt sich jetzt dem Ende zu. Und ich kann nur sagen, vielen herzlichen Dank. Und bis zum nächsten Mal, euer Sanchez. Auf Wiederhören. Tschüss.